Let's Play Folge Nummer 20 und es ist schon wieder Nacht und es regnet schon wieder und schon wieder habe ich mir einen Gast hier reingeholt, ein Siedler 98, da steht er, er hilft mir ein bisschen beim Bau einer Treppe und ich würde sagen, wir starten dann direkt, ihr seht wie immer, was er macht und während ich jetzt hier rausgegangen bin, kommt er eventuell hinterher. Und dann kann es auch schon losgehen. Wunderbar. Er fängt an. Ich fange an. Ja, los geht's. Zuallererst gehe ich einmal in meine Weizenfarm. Denn der Weizen sollte ja mittlerweile erledigt sein. So, und hier sammeln wir uns alles ein. Wunderbar. Und den Weizen setzen wir natürlich dann auch neu. Wo haben wir denn? Wo haben wir denn? Da haben wir. Gut, hier liegt auch noch was drin. Und los geht's. Was möchte ich denn heute machen? Ja, ich habe gesagt, ich brauche auf jeden Fall ein bisschen Lehm. Den werde ich mir heute organisieren. Aber vielleicht baue ich mir auch schon ein paar Maschinen. Ich wollte mir auf jeden Fall einen, also im Hinblick auf die Gummiproduktion brauche ich auf jeden Fall einen Extractor. Den können wir uns ja schon mal bauen. Einen Kompressor brauchen wir auch später, damit wir uns dann sowas wie einen Induktionsofen machen können. Das kommt weg, das auch und das auch. Und ja, dann müssen wir einfach mal schauen, wie weit wir heute kommen. Brot habe ich genug dabei. Dann kann es ja weitergehen. Also, Moment. Ja, was machen wir? Wir gehen zuallererst einmal und bauen uns einen Extractor. Da müssen wir mal schauen, was wir hier haben. So, und ein Extractor. Brauchen wir 4 Zapfhähne, einen Maschinenblock und einen Schallkreis. Dann machen wir uns doch... Haben wir nicht noch... Zapfhähne gehabt. Zapfhähne, also. Ja doch. Zapfhähne. Einer. Und wie immer habe ich keine Ahnung, was sich in meinen Taschen alles so befindet. Naja, gut. 1, 2, 3. Dann haben wir da schon mal 4 Stück. So. Refined Iron. Das hatten wir doch auch mal. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Mal Eisen. Da ist ein bisschen Refined Eisen. Haben wir denn... Da ist noch normales Eisen. Das ist Zinn. Na gut, hilft nicht. Dann werden wir uns ein bisschen Kohle machen. So, das sollte reichen. Gut, wir machen uns ein bisschen Refined Iron. Jetzt können wir... Und warte mal, haben wir eigentlich noch Kabel? Nicht mehr wirklich viele. Kupfer haben wir hier. Machen wir uns doch noch ein bisschen... Ah ja, So. 4 Stück. Und hier drin haben wir auch noch 4. Dann brauchen wir noch ein bisschen Redstone. So, dann haben wir das, das und das. Und dann kommen drumherum die Kabel. Und schon müssten wir einen Schaltkreis haben. Also Schaltkreis haben wir, Tree-Tab haben wir. Jetzt brauchen wir nur noch den Maschinenblock. Den haben wir jetzt auch. Perfekt. Maschinenblock. Schaltkreis? War das jetzt so angeordnet? Nee, ne? Nee, einen drüber war das, oder? Moment. Ah, ein Extractor! Huhu! Wir haben uns einen Extractor gemacht. Herzlichen Glückwunsch. Gut, jetzt haben wir Folgendes. Wir haben hier noch einen Rubber Tree. Ja, nehmen wir uns da noch ein bisschen Knochenmehl mit, denn wir sorgen jetzt ein bisschen für Gummi.
Da haben wir Knochen. Ich hatte auch irgendwo Knochenmehl, aber ach, ist egal. Irgendwo wird es sein. Ist nicht weiter schlimm. So, gehen wir zuerst einmal rüber ins Haus. Fallen wir hier runter. Bam. Okay, also da muss mehr Wasser rein. Das ist ja tödlich hier. Ja, hier ist ja fertig geworden beim letzten Mal, dank der tatkräftigen Unterstützung von meinem Helfer Alukai. Auch hier, die Treppe ist fertig geworden. Also alles wunderbar. Vielen Dank dafür nochmal. Gut, und dann haben wir hier den Macerator. Und dann setzen wir daneben doch direkt mal den Extractor. In diesen Extractor können wir dann ja unser Gummi packen, was wir jetzt noch nicht haben. Dann organisieren wir uns das mal. Ich würde vorschlagen, ich setze einfach mal hier nur die Gummibäume hin. Einfach, damit ich sie gesetzt habe. Und mit etwas Knochenmehl bestreuen wir das Ganze. Dann fällen wir die Bäume und so kommen wir an Gummi. Jetzt habe ich aber auch gleich keine Axt mehr. Hätte ich mir ja nochmal eine machen können. Naja, ist egal. Ah, war mir klar, dass die bald hinüber ist. Gut, machen wir das halt einfach mit der Hand kaputt, bevor wir uns ja jetzt eine neue Axt machen. Die machen wir uns gleich. Also erstmal hier die Gummibäume kaputt hauen. Warum machen wir das? Aus Spaß an der Freude. Nein, natürlich, um Gummi zu bekommen. So, ja, hier ist ein Setzling, der will nicht zu mir. Na gut. Dann schauen wir uns mal an, was wir denn mit diesem Holz hier anfangen können. Wenn wir das Holz in den Extractor legen, sollte der doch auch eigentlich anfangen. Ne? Ja, genau. Also schauen wir mal, was passiert. Rubberwood im Extractor. Und wir warten und warten. Wie sieht das eigentlich hier aus? Okay, was haben wir denn hier? Holzkohle hatten wir da drin. Okay, da haben wir den Extractor. So, das kommt auch hin. Ah ja, ich wollte mir auch noch andere... Ah, also ihr seht, da kommt dann also Rubber raus. Das ist perfekt. Das wollten wir so haben. Ich wollte mir noch andere Kabel machen, hatte ich gesagt. Ne? Aber das ist egal, das haben wir jetzt erstmal. Was wollte ich mir denn noch herstellen? Einen Kompressor wollte ich auf jeden Fall noch machen. Das ist dieser. Und dafür brauchen wir auch wieder einen Schallkreis, einen Maschinenblock und Steine. Das kriegen wir hin. Hoffe ich. Moment, dann nehmen wir uns noch ein bisschen Gummi mit. Tja, zwei, nee, das reicht nicht. Dann warten wir. Moment, komm. Wir machen das mal so, das gibt ein bisschen mehr. Aber das dauert natürlich auch sehr lange, immer, ne, bis der hier fertig ist. Naja, dann gehen wir erstmal gucken, was denn unsere Gummibäume so machen. Also die ich hier unten vernichtet habe. Habt ihr da mittlerweile ein paar Setzlinge für mich? Ja, habt ihr. Und den da oben nehmen wir auch mit. Haben wir? Haben wir. 6 Stück. Aber da fällt mir wieder ein, ich habe gar keinen, also meine Axt ist ja hinüber. Oh, hier liegt auch noch was. Oh, ja, das war jetzt ein Riesenbaum, den ich mir hier gezüchtet habe. Na gut. Also ich gehe jetzt erstmal ins Haus zurück und hole mir eine Axt und zerstöre mal diese ganzen Gummibäume wieder. Oh, mein Tree-Tab ist auch mittlerweile hinüber. Na gut, was soll's, ist egal. Also, eine Axt. Da oben müssen wir hin. Ja,
So, hier drin können wir uns das auch noch ein bisschen schöner machen, auch noch mit Holz verkleiden eventuell, wenn wir irgendwann mal viel Zeit oder viel Lust oder viele Helfer haben. Mal schauen. Gut, was machen wir denn hier? Ach ja. Wir wollten uns einen Maschinenblock machen, haben wir gesagt. Das haben wir. Ja, gut, einen Schaltkreis müssen wir uns auch noch machen, aber da haben wir ja jetzt erstmal, ah, das nehmen wir auch mit Rubberwood, da haben wir keine Kupferkabel für. Das nehmen wir mit. So, habe ich denn noch ein paar bunte Steine? Hier. Dann machen wir uns doch gerade mal die ein oder andere Axt. Gut, und dann sehen wir, unsere Tasche ist schon wieder voll. Unfassbar. Hm, haben wir hier noch ein bisschen? Nee, haben wir nicht. Hier auch nicht. Okay. Refined Eisen. Na gut. Gut, dann gehen wir hier wieder zurück. Ah, mal gucken, was hier passiert. Ah, meine Treppe wird etwas breiter gemacht. Das gefällt mir sehr gut. So soll das ja auch sein. So wie ich sie gebaut habe, gefällt mir ja nicht wirklich. So, aber Moment, da fällt mir ein. Entschuldigt. Ich stand noch auf einfach. Und ich wundere mich schon, Mensch, warum passiert denn hier nichts mit meinem Hunger und so. Ah, siehst du, kaum rede ich davon, habe ich Hunger. Runter geht's zu den Bäumen. Ach, guck mal, ein Tree-Tap hätten wir uns ja auch noch mitnehmen können jetzt. Ach, ist egal. Ach, wie durch Butter geht das, die Axt. Gut, dann haben wir hier ja schon mal wieder ein bisschen Gummi rausgeholt. Also im weitesten Sinne natürlich. Wir müssen das ja erstmal weiterverarbeiten. Und ja, ihr Setzlinge dürft jetzt runterfallen und dann komme ich dann später wieder zu euch. So, was wollte ich denn jetzt hier machen? Ach ja, ich wollte nach Gummi gucken, genau. Also 18... 19... ich könnte mir ja, wenn ich nichts zu tun habe, eine Werkbank machen. Ja, und diese Werkbank stelle ich dann mal hier hin. Und dann kann ich auch von hier arbeiten. Gut, was hatte ich vor zu tun, habe ich gesagt. Den Maschinenblock haben wir. Ach, Steine brauchen wir noch, guck an. Naja, und Kupfer brauchen wir noch. Acht. Dann machen wir uns erstmal den Schaltkreis. So, und jetzt brauchen wir noch Steine. Wo hatten wir Steine? Natürlich, wie immer, oben. Oder kriegen wir jetzt hier irgendwie ganz schnell Steine abgebaut? Hm, nee. Das wäre ja dann auch Cobblestone und kein Stein. Also, schnell nach oben. Und irgendwo hatte ich noch Steine. Hier. 6 Stück werden wir dafür brauchen. Und dann wollen wir mal gucken. Wir brauchen die Steine. Wir brauchen den Maschinenblock und den Schaltkreis. Und wir haben einen Kompressor hergestellt. Herzlichen Glückwunsch. Wir haben einen Kompressor. So, dann gehen wir heute mal hier lang. Damit wir uns nicht wieder so wehtun. Hier haben wir Besuch. Kuckuck. Ah, ich glaube, ich muss ein bisschen besser ausleuchten. Und hier geht's auch runter. So. Oh. Ach, du bist ja ein blödes... ein richtig, richtig... blödes Creeper-Teil... Mann. Ja.
Haben wir, komm, wir haben noch hier Fackeln. Dann leuchten wir das mal ein bisschen aus. Damit mir sowas in Zukunft nicht mehr passiert. Sonst kriege ich noch Ärger mit dem Erbauer. So, leuchten wir hier auch mal ein bisschen aus. So. Hier ist zwar Glowstone eingearbeitet, aber das macht ja nichts. Wir können hier trotzdem die Fackeln setzen. Einfach, weil wir da so viele von haben. So, lieber Zombie. Hier ist doch irgendwo eine Spinne. Wusste ich's doch. Gut, du bist auch hinüber. Weg. Also haben wir einen Kompressor. Dieser Kompressor kommt dann einmal hier hin und wird auch mit Strom versorgt. Schafft die Bedbox das alles noch? Ja, gerade so, ne? Wir sollten uns auch ein bisschen schon mal Solarenergie aneignen oder halt auch einen Geothermalgenerator und den mit Lava befüllen. So. In den Kompressor legen wir ein bisschen Kohle, denn mit dieser Kohle können wir dann arbeiten. Eigentlich. So, macht der nicht aus Kohle Kohlenstaub? Nee, umgekehrt aus. Ach so, genau, wir müssen das in den Macerator legen. Oder? Ja, richtig, in den Macerator und dann kriegen wir den Staub daraus. So war das richtig, genau. Warum habe ich mir jetzt den Kompressor gemacht? Ah ja, den brauchen wir später für die Platten. Ja. So war das. So, mal gucken, ob er es denn auch tut. Ja, komm, trau dich. Da, genau, dieser Kohlenstaub. Den brauchen wir. Gut, Gummi. Und apropos Gummi, gehen wir mal gucken nach unserem Gummi. Ich hoffe, ich war jetzt nicht allzu lange weg, sodass wir hier noch die Setzlinge haben. Ach, ich sollte auch mit Pfeil und Bogen wieder schießen. Dafür habe ich es her. Gut, also Setzlinge haben wir wieder ein paar. Gummibäume haben wir aber auch. So, dann setzen wir einfach nochmal ein paar mehr Gummibäume. Einen haben wir noch. Hier. Gut, und auch die holzen wir wieder ab. Ja, entschuldigt, wenn das vielleicht ein bisschen dunkel gerade ist. So. Jetzt solltet ihr wieder ein bisschen was sehen. Aber ich erinnere auch immer noch gerne daran, ein bisschen die Grafik hochzustellen, also die Qualität. Dann könnt ihr auch besser gucken. Und mich auch besser hören. Gibt ja durchaus Leute, die finden mich zu leise. Jetzt komme ich hier nicht hoch. Gut. Ja, ich weiß, es gibt durchaus effektivere Möglichkeiten, jetzt an Gummi zu kommen, aber das ist doch eine sehr schnelle Variante und dann machen wir das auch so. Also dann, hier haben wir alles abgeholzt, dann können wir das auch wieder mitnehmen und das auch. Dann ist es schon wieder dunkel und dann flitzen wir gerade noch einmal hoch. Was machen wir denn als nächstes? Als nächstes wollen wir uns ja einen Induktionsofen herstellen, hatten wir gesagt. Ach nee, Moment, wir sorgen erstmal für mehr Energie. Weil hier ist ja jetzt schon bald alles hinüber, energietechnisch. Okay. Haben wir denn noch Holz dabei? Ja, jetzt haben wir hier Rubberwood. Okay, komm, wir machen uns gerade mal eine Kiste, wo wir schon mal so ein paar Sachen reinlegen können. Die stellen wir auch hier. Erst egal, stellen wir sie da hin. Was kommt denn da alles rein? Ja, ich denke so.
Okay. Und das auch. Also, wir brauchen Solaranlagen. Solarpaneele. Und zwar diese. Und dafür brauchen wir, wie gesagt, den Kohlenstaub, Generatoren und Glas. Haben wir Glas? Haben wir nicht dabei? Dann werden wir uns das noch besorgen. Dafür genau der Kohlenstaub erstmal. Ich glaube, Glas haben wir noch oben. Kann das sein? Müsste, ne? Müssen wir uns holen. Ja, und dann, wie gesagt, bin ich ja immer noch dabei. Ich muss mir noch Lehm besorgen. Für meinen Ofen. Also der Ofen, den ich für Railcraft benötige. Glasscheiben. Da haben wir Sand. Aber haben wir denn nicht auch irgendwo noch fertiges Glas? Ich denke nicht. Nee. Da ist noch ein bisschen Sand. Haben wir nicht. Na gut, dann. Machen wir uns doch da mal ein bisschen Glas draus. Hier bekomme ich sogar auch Beleuchtung. Guckt euch das an. Das wird ja richtig, richtig edel hier bei mir. Und der Creeper ist auch hinüber. Ja, Freunde, guckt euch das mal an. Meine Welt, sie wächst und gedeiht mit eurer Hilfe. Vielen, vielen Dank. Und dann habe ich hier oben nur so ein schäbiges Haus draufstehen. Naja. Brauche ich auch mal ein neues. jetzt rede ich so viel. Ich wollte Glas mitnehmen hier. Das dauert also noch, bis das fertig ist. Dann brauchen wir noch die Schaltkreise wieder und Generatoren. Wie viel Solar brauchen wir denn? Machen wir uns mal zwei Solarpaneele. Oder? Ja. Ja, machen wir uns zwei Solarpaneele. Wo setzen wir die denn hin? Am besten oben auf den Vulkan, würde ich sagen. Ja, das ist eine ganz gute Sache. Dafür brauchen wir also wieder vier Schaltkreise. Und dafür haben wir wieder viel zu wenig Kupfer. So, gut, dann gehen wir halt wieder rüber. Ich bin die ganze Zeit nur im Hin- und Herlaufen. Merkt das. Zack. Okay. Ach, das wollte ich auch noch mitnehmen. Ach, ist egal. Ja, tut mir leid für die Brücke. Ich werde sie nochmal reparieren. So, sind wir wieder angekommen. Und da haben wir Gummi. Und Kupfer haben wir jetzt schon zu wenig wieder. Das ist ja unfassbar. Ja, irgendwas ist ja immer. Können wir uns gerade nur einen Schaltkreis herstellen, weil wir zu wenig Kupfer haben. Ach, Leute. Ach. Ja, Rubber haben wir genug, das ist auch schön. Okay. Wir bleiben einfach hier drüben stehen, in meinem Haus, in unserem Haus und bauen da weiter. Also so oft, wie ich heute hin und her gelaufen bin, ist ja unsagbar. Zack, da sind wir schon wieder. Und wir brauchen Kupfer. Haben wir irgendwo Kupfer? Golderz, Silbererz, Aluminium, Eisen. Da ist ein bisschen Kupfer. Ja, das war's dann schon fast mit meinem Kupfer wieder. Bronze, Zinn. Da ist noch Kupferstaub, okay. Ja, hilft nix. Wir müssen trotzdem wieder rüber. Und wir müssen uns das Kupfererz zu Kupferstaub machen. Das geht am besten hier drüben.
Gut. Aber da ich glaube, bald keine Energie mehr drüben zu haben, muss ich mir hier mal ein bisschen Kohle mitnehmen. Aber wenn wir sie hier schon haben, ne, nehmen wir sie auch mit. Keine Sorge, das Loch mache ich wieder zu. Aber die Kohle nehmen wir erstmal mit. Ich höre euch schon schreien, warum ich denn hier so ein Riesenloch reinhaue. Da müsst ihr jetzt tapfer sein. Da müssen wir durch. So. Dann sieht das ja schon richtig mies aus. Hier drüben auch. Ach, ich laufe so konfus heute durch die Gegend. So ganz ohne Plan irgendwie. Was ist denn los? So. Das war's dann auch schon damit. Dann, das kann ich aber so nicht lassen, auf keinen Fall. Wir werden die Löcher erstmal stopfen. Das ist das Wichtigste. Das müssen wir machen. Also, nehmen wir uns die Steine mit. Pflastersteine, 64 Stück, das sollte genügen. Und rüber geht's. Wie ihr gesehen habt, ist auch der Bug behoben, der meine Tür hat offen stehen lassen. Hä? Ach, jetzt habe ich Pflastersteine mitgenommen. Ich wollte doch Steine mitnehmen. Ach, Kinder. Na gut. Ja, gut. Aber ich weiß, Steine hatte ich auch gehabt. So, dann also wieder rüber. Au. Und das war's dann auch eigentlich schon fast heute mit der Folge, würde ich sagen. Ich mache jetzt hier noch die Löcher zu. Ja, das ist diesmal der richtige Stein. Machen wir das auch schön ordentlich. Gut. Und hier auch. Ja, erstmal hier drüben. So. Warum ich alles zumache, damit es ordentlich ist. Ja, dann haben wir doch alles wieder zugemacht. Also. Wir machen jetzt hier drüben ein bisschen Kupfer. Dafür kommt das in den Macerator. Der Kohlenstaub kommt hier hin. Kohle, Kohle. Nee. Moment, da Macerator. Und hier kommt dann ein bisschen Energie. Also ist eine sehr teure Energie. Ich hätte auch Holzkohle für nehmen können jetzt. Ach, ist egal. Lassen wir es so. Auch dafür wäre es gut, dann irgendwann mal die Koksöfen zu haben, denn durch die Kohle, die da rauskommt, also sprich durch das Koks, können wir hier wesentlich besser und effektiver arbeiten. Gummi und Gummi. Apropos Gummi, was machen denn da unten meine Gummibäume? Habe ich die wieder neu gesetzt oder habe ich die schon gefällt? Ne, die hatte ich gefällt. Sind dann da noch Setzlinge übergeblieben? Ich glaube nicht. Nein, okay. Gut, macht auch nichts. Wir essen noch ein bisschen was. Ja, was machen wir denn in der nächsten Folge? Also erstmal heute haben wir doch für eine ganze Menge geschafft. Wir haben hier ein paar Maschinen hingesetzt und so langsam geht's vorwärts. Es arbeitet alles. In der nächsten Folge machen wir uns dann die angesprochenen Solarpaneele. Müssen wir mal gucken und dann müssen wir auch vielleicht ein paar Kabel machen. Alleine wegen des Stromverlustes, damit der nicht so groß ist. Ja, müssen wir mal schauen. Oder wir setzen die hier draußen irgendwie hin, die Solarpaneele. Ich bin mir da noch nicht so sicher, wie wir das in Angriff nehmen. Aber ich werde mir da was einfallen lassen. Oder ich nehme erstmal einen Geothermalgenerator. Das ist vielleicht das Sinnvollste und fütter den mit Lava. Ja.
Ja, also dann Ziel ist es auf jeden Fall, dass ich einen Induktionsofen mache. Dieser Induktionsofen ist ja dann wesentlich schneller als diese normalen Öfen. Der Induktionsofen, der braucht ja nur wenige Sekunden für den ganzen Steak. Ja. So, ihr könnt dann hier weiterarbeiten. Ihr macht das schon. Und wie sieht's aus? Kupfer ist fast fertig. Ja gut, das war's im Prinzip von mir. Ich gehe jetzt noch mal eben schauen, was mein Gast Einsiedler denn mit der Brücke angestellt hat. Ja doch mit meiner Treppe, nicht mit der Brücke. Und dann sind wir mal gespannt. Dafür laufen wir fix hier rüber. Und wir sehen, der Weg ist angeschlossen und das war's. Also, hier ist dann also meine Treppe. Vielen Dank, das sieht viel besser aus als das, was ich da vorher hatte. Jetzt haben wir hier auch einen schönen, eleganten Gang nach oben und für alle, die jetzt schreien, das ist doch gecheatet, nein, ist es nicht. Das ist die Art meines Let's Plays. Habt ihr ein Problem damit? Habt ihr halt Pech, müsst ihr nicht gucken. So. Also, vielen Dank für alle die, die es geguckt haben oder auch noch weiter gucken werden. Ja, habt ihr Spaß dran, auch mal bei mir zu helfen? Ihr seht ja, das ist schon ganz cool. Das sieht auch richtig genial aus alles. Wenn ihr Ideen habt, schreibt mich an und mit ein bisschen Glück könnt ihr dann irgendwann mitmachen. Ein bisschen Glück deswegen, weil es schreiben natürlich immer viele Leute. Ich kann nicht alle Leute mitnehmen. Das ist auch immer ein mit viel technischem Aufwand verbunden. Aber es macht Spaß, also mir zumindest. Okay, gut, das war's dann für heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Und während ich jetzt die Treppe nach oben in mein Haus laufe, wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss.